zusammen. Heute sind wir mal bei einem ganz besonderen Termin. Wir sind nämlich im Hafen in Hamburg mit Helm und wir sind hier auf dem Schiff Rigmers und neben mir ist die Merve. Merve ist hier. Ich bin als Klettertrainerin hier. Ich arbeite im Schnurstracks Kletterpark und wir bieten hier Klettern in den Wanden an. Tja, damit hat sie auch gerade schon alles verraten, was wir jetzt die nächsten paar Minuten hoffentlich machen werden. Also besser gesagt, ich, die Merve, scheucht mich nur nach oben. Merve, sag mal ganz kurz, wie heute ist ja sozusagen eigentlich fast schon ein bisschen Premiere, weil nämlich nur noch am Samstag dieses Klettern auf der Rigmers möglich ist. Warum? Ja, also eigentlich bieten wir das von April bis Oktober an, immer samstags und im Sommer auch mittwochs. Aber jetzt wird die Rigmers im August in die Werft gehen, weil die ganze Takelage neu kommt und unten der Rumpf, das muss ja in Schuss gehalten werden, damit das Schiff weiter schwimmt. Ja, und jetzt, wenn ihr mal guckt, die Wanden sind zum Teil auch schon demontiert, also wird sie langsam ein bisschen nackt und dann können wir nicht mehr klettern. Deswegen wird es dann bis Mitte, Ende September ungefähr Pause erstmal, leider. Aber für mich hat es noch ein paar Wannen. Ja, für dich habe ich noch ein paar Wanden. Okay, gut. Ich habe sie auch eben getestet. Sie sind noch da, heil halten. Also du kannst sie gut hochklettern. Mehr, aber sag ganz kurz. Das geht ja, ihr seht das jetzt noch nicht, weil noch hier gerade wir geschützt sind, aber dann gleich, wenn ich euch mit raufnehme. Wie hoch geht man da? Das sind 35 Meter über Wasserlinie. Und der Ausblick entschädigt dann für alles, Er ist oder? so geil. Okay, wir haben heute, es ist ein bisschen windig hier. Ist es ein bisschen erschwert? Muss man da auf was Besonderes achten? Gibt es für euch auch im Kletterpark so Situationen, wo ihr sagt, das ist jetzt zu gefährlich, da ist Schluss dann für heute? Also ab Windstärke 8 ist Schluss, da sind wir aber noch lange nicht dran. Das wird Was jetzt. haben wir? Ich bin noch kein Segler, aber Sag nein, das ist eins oder so. 5. Nein, also es ist nicht so schlimm. Der Vorteil ist auch, dass der Wind von der Elbe kommt, also du wirst quasi gegen die Wanden gedrückt, hast also noch mehr Halt. Schlimmer wäre es, wenn er von Land kommen würde, aber das ist nicht der Fall. Und klar, bei Gewitter würden wir abbrechen, ne? Ist jemals, das ist jetzt wahrscheinlich eine rein rhetorische Frage, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich da hoch? Nein, gar nicht. Okay. Sie sind alle heil wieder runtergekommen bisher. Sehr, sehr gut. Wann habt ihr hier so Stoßzeiten? Ist es im Sommer? Wann ist hier richtig Krawumme? Ja, wenn das Wetter gut ist. Jetzt über Sommer ist eigentlich samstags immer gut was los. Also es empfiehlt sich eine Reservierung über unsere Homepage. Bist du eigentlich selber Kletterprofi oder wie kommt man an so einen Job hier auf der Rigmers und um den Touristen oder verrückten Bildredakteuren irgendwie mal den Ausblick zu bescheren? Ich hatte einfach Bock im Klettergarten zu klettern und zu arbeiten und habe da eine Sicherheitstrainerausbildung gemacht vor 2,5 Jahren. Ja, und seitdem arbeite ich da. Und dann hat es sich ergeben, dass wir eben auch in dem Sommer angefangen haben, hier auf der Rigmers Klettern anzubieten. Wo du das gerade sagst, in dem Sommer, wie lange gibt es das hier schon? Ja, es ist jetzt, glaube ich, die dritte Saison. Gut, also für alle, die nochmal dieses Erlebnis gleich, was wir da machen wollen, Samstag? Richtig, von 12 bis 18 Uhr. Okay, das letzte Mal. Dann geht das gute Schmuckstück hier ab ins Dock, dann wird das aufgehübscht und dann gibt es erst wann, was hast du gesagt, Merve? Ungefähr 24. September. Also guckt einfach auf die Homepage, da stehen die Termine. Auch jetzt für Samstag, es gibt schon ungefähr 20 Buchungen. Für 30, 35 Kletterer haben wir Platz. Also wer will, buchen! Hopp, hopp. Also wir machen jetzt Genau. auch mal lieber hopp, hopp. Nicht, dass die Windstärken dann doch noch zunehmen und ich da oben rumschlacker. Also die Merve wird mir jetzt gleich zeigen, Helm haben wir schon. Was Den Gurt gibt's jetzt? anziehen. Den Gurt noch. Genau, und dann bekommst du dein Handy in die Tasche, damit du dann auch ein bisschen von oben filmen kannst. Damit ihr sehen könnt, wie das da mal schweren Atems aussieht da oben. Genau, und erklärt hatte ich dir ja auch schon, worauf du achten musst beim Genau. Klettern. Das passiert sonst auch direkt vorm Hochklettern und Super. dann geht's los. Ja gut, dann ziehen wir jetzt mal den Gurt an und ja, los geht's. Na klar. Einmal hier auf diese Seite und dann trittst du hier in diese schwarze Schlaufe rein. Schuhe sind schon zu groß, passt nicht. Ja. Und dann ziehst du das Ganze hoch, legst dir die Frauen, die Hosenträger über die Schultern. Also, wie ihr sehen könntet, es zittert schon ein ganz bisschen, weil es ist wirklich hoch, 35 Meter. Über Wasserlinie. Guck mal, hier hast du schon die ersten 8 geschafft. Ja, dein Wort. Die Spitzen sind 50 Meter, also du musst gar nicht so hoch. Ordentlich stramm, ne? Das darf quetschen, damit ich gesichert bin. Wenn du nachher die Blutzufuhr nicht mehr hast, dann ist gar nichts gesichert. Sitzt.
Genau, einmal hier hinsetzen. Also nur mal ganz kurz, liebe Sophia, gib mir mal die Kamera, damit wir nur mal einmal kurz zeigen, wie hoch das ist. So, nur mal kurz, ne? Erste Plattform und zweite Plattform. Jo, los geht's. Genau. Okay, ich bin schon dran. Du bist schon dran. Du kannst gleich anfangen, hier hochzuklettern. Das mit dem Überhang habe ich dir erklärt. Yes. Ich bin auch so gut. Ja. Und wie gesagt, kurz festhalten, Füße hoch, hochdrücken, du arbeitest aus den Beinen und dann ziehen wir auch ein bisschen nach. Und wieder die nächste Stufe hochdrücken und dann bist du schon auf gut. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Genau. Läuft. Okay, Leute, ihr hört jetzt gleich nicht mehr so viel. Ihr kommt nämlich in meine Handytasche, weil ich brauche beide Hände zum Festhalten. Und dann genießt gleich einfach mal das Geklettere. Und ganz oben werdet ihr dann natürlich für die Aussicht belohnt. Ja, Sophia, kannst du abmachen. Geiler ist die Aussicht natürlich, wenn man selber hochgeklettert ist. Das ist ganz kurz die besagte Handytasche. Okay.
euch die Aussicht. Leute, nochmal für euch die Aussicht. Die Redakteurin war Schüsse und ist nicht bis ganz nach oben gegangen.
Also ich kann euch nur eins sagen, meine Knie schlottern nur ein bisschen. Ganz bis nach oben war dann doch ein ganz, ganz bisschen zu windig. Hier, so sehen alle Glücklichen aus, die unten standen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist eine super Sache, vielleicht nicht bei Windstärke, keine Ahnung, aber es hat Spaß gemacht. Und also, wir verabschieden uns. Viel Spaß. Samstag habt ihr noch die Chance.